Bitte. Rein. Guten Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen in der Waschküche im HPR. Heute ist alles etwas durcheinander. Ich habe schon die Betten abgezogen. Es ist Samstag übrigens. Und ich habe als erstes heute Morgen die Betten abgezogen. Und das ist schon die zweite Maschine Wäsche, die ich wasche. Und alles mit der Maus, die heute noch gar nicht geschlafen hat, ne? Du hast noch gar nicht geschlafen. Jetzt habe ich sie ins Tragetuch gepackt, weil hier schläft sie meistens noch am besten ein. Und ja, da warte ich jetzt einfach drauf, dass sie einschläft. Die Wäsche mache ich an. Das Bett ist noch nicht neu bezogen. Das ist jetzt halt nur abgezogen. Und ja, mal gucken, wann ich das schaffe heute. Ich nehme euch wieder mit durch meinen Alltag. Und ja, mal gucken, was der Tag so bringt. Hatschi! Oh, machen wir waschen und trocknen direkt, ne? Ja. So. So, einmal hier direkt auf Waschen und Trocknen. 60 Grad. Und dann, weiß ich nicht, dauert das 4 Stunden oder so. Nehme ich hier Color-Waschpulver. Zack. So. Mhm. Und Weichspüler. Ich habe ja immer ganz viel da. Ich nehme jetzt mal den, da komme ich am besten dran. Ich weiß, ihr schreibt mir immer, weißt du, was alles in Weichspüler drin ist? Das weiß ich. Wie viele von euch vielleicht wissen, habe ich mich ganz viel mit solchen Tierschutzsachen auseinandergesetzt und dementsprechend meine Ernährung angepasst. Weichspüler komme ich nicht von los. Habe ich mehrfach versucht, schaffe ich nicht. So, und Start. So, okay. Und du, Maus, möchtest du mal schlafen heute oder nicht so? Sie überlegt noch. Du überlegst noch, ne? Du süße Maus. Du süße Maus. Ja. Ja. Kleine Maus. So, dann geh an Waschmaschine. Gucken wir mal, wie lange die braucht. Ich liebe Wäsche waschen. Ich liebe das so sehr. Wäsche waschen, Wäsche zusammenlegen. Ich hatte jetzt alles leer, alle Wäsche hier. Und nur deswegen habe ich die Betten abgezogen, damit ich Wäsche habe zum Waschen. 4,5 Stunden dauert die Waschmaschine jetzt. Ich liebe Wäsche waschen, aber ich hasse bügeln. So. Ne? Prost, du kleine Maus. Bernd ist arbeiten. Das Samstag ist ja und der hat heute keine Mittagspause. Samstags haben wir keine Mittagspause. Das heißt, er kommt erst nach 16 Uhr. Und ich schuckel jetzt hier ein bisschen rum und schau mal, ob die Maus einschläft. Deine Augen gehen zu. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. Wenn die nämlich jetzt nicht einschläft, dann ist sie gleich drüber. Und dann wird es nicht so schön. Besser ist jetzt schlafen gehen. Das ist immer unser Lied. Wenn ich das singe, dann beruhigt die sich und dann ja, schläft die ein. Die Maus ist eingeschlafen. Ja. Die ersten paar Minuten bin ich immer noch ein bisschen am Schuckeln und so. Und hinterher geht's dann. Ich wollte jetzt die Spülmaschine ausräumen. Ich habe euch gestern in dem Vlog erzählt, dass wir hier frittiert haben. Gestern die ganzen ungesunden Sachen. Deswegen steht hier noch die Fritteuse. Und ja, es sieht hier etwas chaotisch aus. Ich habe es gestern Abend nicht mehr gemacht. Aber ich war mir sehr sicher, dass ich die Spülmaschine angemacht habe, damit ich die heute nur ausräumen brauche. Ja, und jetzt wollte ich die ausräumen. Und alles ist noch dreckig und voll. Das heißt, ich mache die jetzt an. Und das ist richtig doof. Die ist auch laut. Ich muss mal eben hier das Stativ auffächern, dann kann ich euch hier abstellen. Die ist nämlich auch so laut wie dieser Staubsaugerroboter und die stört total in den Videos, wenn die läuft. Und die läuft ja auch 2 Stunden. Hätte ich das gewusst, hätte ich die wenigstens heute Morgen angemacht, dann wäre die jetzt auch durch. Ja.
Der Pizzateig ist fertig. Der Pizzateig ist... Boah, der geht aber auf jetzt. Der ist schon länger fertig. Wir haben den noch nicht rausgeholt. Und jetzt quillt der hier fast über. Ja, ich würde jetzt essen. Ich habe Hunger. Wie spät haben wir denn? Können wir machen. Ich kann erstmal den Ofen vorheizen. Wer guckt denn hier ganz skeptisch? Ich glaube, 17:45 fahren die los. Was guckst du so skeptisch? Hm? Wo ist denn los? Willst du gar nicht schlafen mehr? Nein. Nein, jetzt gibt's Pizza, Pizza. Pizza, Pizza. Ja, machen wir jetzt Pizza für uns alle? Du auch? Was nimmst du denn für eine? Pizza Milch. Pizza mit Milch, Pizza mit Milch, Pizza mit Milch, Pizza mit Milch, Pizza mit Milch. Du bist so müde. Mach mein Schläfchen. Wir wohnen ja meistens nur im Kühlschrank. Fratze gemacht ha? In die Kamera. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you want. Geschafft. Ich weiß auch nicht, im Wintergarten, wenn das dann so kühler ist, dann beruhigt sie das irgendwie. Das friert dann in die Hirn ein. Hirnfrost. Nein, so kalt ist es da ja auch nicht. Es ist halt einfach kühler als hier. Ist das eine Roni irgendwo? Ja, in so einer Lock-und-Lock-Dose. Ja. Während ich jetzt Livia geschuckelt habe, hat der Bernd hier schon einiges vorbereitet. Wie in so einer Kochshow. Wir haben da einiges vorbereitet. Für die Pizzen. Ja, und altes verschimmelt habe ich mal wegbereitet. Ja, warum? Das war doch so richtig gut durch, alte Verschimmelte. Wir haben noch Mais gehabt, was da schon ein bisschen. Und wir hatten eine Brokkoli-Chili im Brokkoli-Curry im Kühlschrank. Okay, wir wohnen ja erst seit November hier, das kann doch nicht so alt sein. Ihm hat das geschmeckt. Ich stand da am Klo und wenn er so versucht, den Geruch so zu schnappen, mir mit der Zunge. Ja. Murphy, du würdest alles essen, ne? Er sagt, er ist da nicht so wie wir, so weinerlich. Das ist unser Zupfkuchen geworden, der übrigens sehr lecker schmeckt. Das sollte ein Käsekuchen werden. Ja, ist ja Käsekuchen mit Schoko. Nein, das ist ein Zupfkuchen, kein Käsekuchen. Hm. Erzähl was. Das, manchmal sagen Bilder mehr als 1000 Worte. Hier auf, Stillpads gucken raus. Es ist dunkel draußen. Ich weiß nicht, wie lange. Ich habe fast das ganze Fußballspiel gestillt. Mhm. Das ist so selig und happy. So schön. Mhm, geh mal rauf. Das ist so bin zufrieden. Und jetzt kann ich gleich den Test machen, den Arm hochheben. Und ich dann so, wenn er so fällt, ohne dass die so erschreckt, dann ist Tiefschlaf. Haben sie dich ausgesperrt, Smurfy? Haben die Kinder dich ausgesperrt? Aber ja. Hast du Spaß gehabt, ne? So, komm, wir zeigen dem Vlog, was wir noch machen müssen jetzt. Tada! Bett beziehen. Hilfst du mir? Hilfst du mir, Smurfy? Dann komm. Es nutzt nichts. Echt jetzt? Oh, you. Feiner Smurfy. Hm? Du riechst so gut. Du bist so fein, ne? Ja. Du bist fein. Du bist so müde, ne? Ja. Stinkt mein Ohr? Ja, jetzt schüttel dich. Blitzer, alles voll hier. Jetzt macht er sich da gemütlich. Bettet sich. Smurfy, jetzt müsst ihr gleich alles wegnehmen, weil ich das beziehen muss.
du da? Hm? Du hast so viele Körbchen hier im Haus und so viele Plätze. Smurfy, es sind die Kinder nur, die spielen. Als Livia noch nicht da war, dann hätten wir um diese Uhrzeit never ever die Betten bezogen. Und Bernd ist unten die Küche am Aufräumen. Wir haben Pizza gemacht heute. Ich glaube, das habe ich euch auch erzählt. Also, es ist alles ja, anders. Also man verschiebt halt komplett seine eigenen Bedürfnisse. Alles richtet sich nach der Morla. Ich versuche auch die Zeit so intensiv zu nutzen wie nie zuvor. Also bei Calvino, wenn der so ja, mich brauchte, war ich natürlich auch für ihn da. Aber ich habe halt immer versucht, trotzdem alles schick und ordentlich zu haben. Haben wir ja jetzt auch. Es ist ja hier nicht total Chaos. Aber jetzt beziehe ich halt abends das Bett lieber, anstatt Fernsehen zu gucken oder so, und habe halt den ganzen Tag mit meinem Baby genossen und die Zeit genutzt, halt mit ihr gekuschelt, und ich genieße das total, wenn sie halt so auf mir einschläft und kuschelt und seufzt, und ja, wer weiß, ob ich das nochmal erleben darf. Das ist so schön. Also wir versuchen jede Minute so gut es geht zu nutzen. Aber natürlich möchten wir trotzdem ein sauberes Bett haben. Deswegen beziehe ich es halt abends. Oder halt Bernd macht noch die Küche. Wo ich auch unheimliches Glück mit habe, dass Bernd so viel mithilft. Ich hatte den einen Tag auf Instagram erzählt, in der Story, dass ich dem Bernd Brote gemacht habe zur Arbeit. Also er durfte ja wochenlang nicht arbeiten, oder monatelang. Da war der Laden ja zu, und dann durfte er ja nun wieder aufmachen. Und ich habe ihm Brote gemacht zur Arbeit, und dann haben mir direkt welche geschrieben, ob er nicht alt genug ist, um sich selber Brote zu machen. Ne? Natürlich ist er alt genug, um sich selber Brote zu machen. Aber wer uns kennt, der weiß, dass Bernd genauso auch Brote für mich macht. Oder für Calvino, oder ne, mich umsorgt und hier alles im Haushalt auch macht. Ne, wenn ich jetzt gesagt hätte: Oh Bernd, ich bin total müde. Bitte kannst du, wenn du die Küche aufgeräumt hast, auch noch die Betten beziehen. Dann hätte der das auch gemacht. Ohne, ja, ohne Murren, ohne Knurren. Also da, ich habe so viel Glück sowieso mit allem. Und ja, der hilft mir so viel. Da habe ich echt viel Glück mit. So, und jetzt habe ich euch wieder einen erzählt. Jetzt brauche ich noch einen Bezug, weil ich ein Kissen mehr habe. Also wir haben, Bernd hat diese Daunenkissen, die haben wir nicht gekauft, die sind halt, die hat der, weiß ich auch nicht, ewig schon, und ich habe so Mikrofaser oder so. Jeder zwei Kissen, jeder eine Decke, und ein Kissen ist immer extra, und da habe ich keinen passenden Bezug. Da gibt es jetzt hier so ein Mickey Maus Kissen. So, tada. Und mein Stillkissen, das habe ich heute auch gewaschen. Da muss ich euch mal zeigen, wie ich immer schlafe hier nachts. Das ist der Knaller. Zeige ich euch irgendwann. So, ein paar Wolldecken noch, falls es kalt wird. Manchmal habe ich das Gefühl, das zieht aus dem Fenster hier so. Aber nur manchmal halt. Ja, gut, meine Lieben. Ich muss mein Pony wieder schneiden, ne? Ja. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde einfach mal sagen, bis morgen. Tschüss.